Also ja, da muss ich mich definitiv noch etwas genauer umschauen. Nachher hier. Aber erstmal gehen wir zurück, den Schlüssel reinstecken. Und ja, hier können wir einfach hier rüber abkürzen. Und mal kurz hier umschauen. Achso, das war der Gang. Ansonsten waren hier, glaube ich, keine Knöpfe. Nein. Okay. Gehen wir erstmal hierher zurück. Und öffnen hier die Tür. Beer School Helmet. Protection und Stärke. Sieht wahrscheinlich ziemlich krass aus, aber okay. Und wiegt auch nicht so viel wie... Oder? Na doch, wiegt genauso viel wie Slender Cap. Tarion hat Hunger. Iss mal was. Pack deine neue Pflanze weg. Speicherkristall. LP033. Speichern. Noch eine Fackel, die lege ich aber einfach mal irgendwo hin. So. Gespeichert ist. Das heißt, wir gehen hier nochmal zurück und springen mal in eine von den Falltüren. Hier ist auch kein Knopf, oder? Ah, okay, das war das, was ich hier gesehen habe. Gut. Wow. Autsch. Verletzte. Ist nicht gut. Wieder eine doofe Mimik. Vor allem eine Mimik hier oben. Wie soll ich die denn bitte da besiegen? Wow. Okay. Iss mal das Brot. Nein, das war keine gute Idee. Wir warten, bis sie weggeht. Und dann machen wir diese Taktik. So. Wow. Okay. Mimik töten. Einen Schritt zur Seite gehen, dann verkrümelt sie sich wieder. Wieder einen Schritt zur Seite gehen. Und weg ist die Mimik. Hattest du wenigstens was Tolles? Eine Harpune? Okay. Ja, ist eine leichte Waffe. Und eine Rage Potion. Okay. Accuracy plus 10, Stärke... Und kann den Trust. Und könnte unter Wasser verwendet werden. Ja, sehr schick.
So. Gut, das war eine Mimik. Autsch. Das war nicht so toll. Lass mal die Kiste hier stehen, dann schleppen wir uns zum blauen Kristall zurück. Heilen uns kurz und holen die Kiste dann auf dem Weg wieder ab. Ah, falscher Weg. Den Hebel habe ich übrigens noch nicht umgelegt. Das mache ich erst, wenn ich beide Türen offen habe. So. Speichern tue ich jetzt mal an der Stelle nicht. Die Mimik können wir nämlich einfach nochmal töten, wenn es sein muss. Hier lang. Hier lang und dann hier hoch wieder. Hier runter. Das Ding schnappen. So, und weiter geht's. So, dann wird das Rätsel auch gelöst. So, hier können wir wieder anschalten. Hier durch. Du machst mal kurz neues Licht. Danke, und dann geht's runter. Oh. Hallo Schleime. Wow. Das ist nicht ganz so schön. Das ist wieder so ein Kraut. Wow. Wasser, Wasser. Ist hier noch irgendwo ein Weg nach oben? Hier ist einer nach oben. Okay, eine ruhige Ecke. Ja. Nutzen wir die ruhige Ecke mal kurz zum Schlafen. So. Jetzt habe ich hier einen Gang aufgemacht, ob das so gut war. Ah ja. Hallo Schleimis. Wow. So, beide Schleime getroffen. Zwei Kranke, das ist weniger schön. So, hier hoch. Du brau den mal. Wo ist das Rezept für... Genau, Anti-Venom, Antidot müsste das sein. Du müsstest doch ein Antidot haben, oder? Ja, genau. Das heißt, ein Antidot ist... Adderweed und Falconskyr. Ups. Also, Adderweed haben wir und Falconskyr. Kriegst du mal. So, dann sammeln wir das Messer auf. Das kriegt er auch gleich wieder. So. Da geht's wieder runter ins Wasser. Hi, Kumpel. Dann erledigen wir mal kurz die Jungs hier. Ups. So geht das einigermaßen. Ups. Mal wieder. Komm. So, genau.
Rogue Pants, okay. So, sind wir schon mal einen von den Jungs los. Jetzt müssen wir noch die Schleime loswerden. Und die ist schon wieder vergiftet. So. Wow. Das ist nicht so schön. So, wieder zu unserem Rückzugsort zurück. Du brauchst mal nochmal ein Antidot. So, so. Gibt es das ihr? Weil, soweit ich weiß, hat man keine Regeneration, wenn man krank ist. Genau. Jetzt hat man aber welche. So. Und wieder runter. Dann kümmern wir uns erstmal um den zweiten Schützen. Ja, Throwing Weapons. Ich sollte eigentlich wirklich den Stab anlegen. Weil so oft werde ich nicht mehr werfen müssen. So. Da wäre der Weg hoch zurück wahrscheinlich. Den werden wir gleich gehen. Hey Kumpel. Das bringt leider nichts. Kann ich aber von hier aus mal anschießen. So, und kann dann hier die Leiter hochklettern einfach mal. Ah, und nicht mich einkesseln lassen. Das ist doch nicht so schön. Ja, genau so. So, gut. Crossbow Quivels. Haben wir ja schon 4 Stück und... Ach ja, die Hose. Protection Dexterity ist auf jeden Fall besser als das hier. Das heißt, das hier kann dann auch mal aussortiert werden. So, und was haben wir hier? Ein Heilpilz. Und sonst nichts. Die Fackel kann mal da weg. Oh, und das Licht ist ausgegangen. Mach uns mal ein neues Licht. Hä? Achso, es ist doch noch Licht. Achso, ich habe die Fackel weggenommen. Deswegen ist es so dunkel geworden. So, jetzt will ich kurz hier nochmal hoch. Eigentlich will ich kurz rasten. Kurz hochheilen. Sie hungert. Auch nicht so gut. So. So, und jetzt hier runter und da in den Geheimgang gucken. Was ich hier gefunden habe. Also erstmal Frostbomben. Pfeile. Nichts, nichts. Pearl Shield. Evasion Energy. Okay, das ist cool. Das ist very nice. Hat sie 25 mehr Energy und ein bisschen mehr Evasion. Ja, cool. Gut, Secret gelöst. Dann heißt es jetzt zurück zum Teleporter. Das war mal eine coole Runterfall-Area. Auf welche ich öfter schlafen musste. So. Teleporter aus. Und zum Speicherkristall zurück. Und dann werden wir uns beim nächsten Mal wieder mit den Schleimen befassen. So. Und ja, die, diese Sache hier, Teleport, so, die heben wir uns für ein anderes Mal auf. Also kurz speichern.
AP034. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.